Germania Halberstadt empfängt den FSV Optik Rathenow zum 5. Spieltag. Rathenow bisher noch ohne Dreier in dieser Saison. Nach einem fulminanten Saisonstart der Germania forderte Trainer Benjamin Duda nach dem 0:5 gegen Luckenwalde eine Reaktion seiner Mannschaft. Und diesen sahen die 500 Zuschauer im Friedensstadion. Zweite Spielminute, Einwurf Fabian Wenzel. Gröger mit dem Kopf, das ist Elias Löder, doch der Ball kommt zu Weigel. 1:0 für Halberstadt nach nur 2 Minuten. Der 20-jährige Weigel in seinem Startelfdebüt. Der Neuzugang vom 1. FC Magdeburg. Technisch stark schließt er hier aus der Drehung ab. Die von Benjamin Duda geforderte Reaktion nach dem 0:5 gegen Luckenwalde folgte prompt nach nur 2 Minuten. Die Anfangsphase gehörte den Halberstädtern. Hier ein schöner öffnender Pass auf David Vogt. Und der sieht Elias Löder. Löder läuft sich hier schön frei und verpasst nur knapp aus 5 Metern. Nach einer guten Viertelstunde kam Rathenow besser in diese Partie. Langner spielt hier auf Muyomo. Der lässt Baudis aussteigen und probiert es mal. Eine schöne Einzelaktion von Muyomo in der 16. Minute. Und wieder Rathenow. Mittlerweile die bessere Mannschaft. Muyomo. Jerome Leroy verlängert. Und Benjamin Wilke. Völlig frei aus 5 Metern. Das muss das 1:1 sein. Freistoß Schätzle. Kurz und flach ausgeführt auf Stefan Korsch. Dessen Schuss wird abgeblockt. Marcel Kohn mit einem Schuss und Julian Weigel aus 5 Metern über die Latte. Weigel mit einer sehr auffälligen Leistung. Halberstadt mit mehr Spielakzenten ging 1:0 in die Pause. Und der Nominierte zum Tor des Monats Elias Löder mit einem Assist. Ingo Kalisch hingegen erwartete nun eine Reaktion seiner Mannschaft. 7 Minuten nach Wiederanpfiff jedoch wieder Halberstadt. Hier mit einem Konter über Elias Löder. Das ist Lukas Will. Und knapp vorbei am Pfosten. Lukas Will ins lange Eck. 77. Minute. Halberstadt kontrollierte die Partie. Patrick Baudis mit einer präzisen Flanke. Kovales auf Elias Löder. Was für ein Typ. 4. Saisontor im 4. Spiel. Was für eine Quote. Erst Tor des Monats und heute wieder ein Tor. Und wie er den macht. Eiskalt. Völlig abgezockt. Ein Assist, ein Treffer. Mann des Spiels, Elias Löder. Benjamin Duda gewinnt 2:0 mit seiner Mannschaft gegen den FSV Optik Rathenow. Mann des Spiels, Elias Löder. Nominiert zum Tor des Monats. Und heute mit einem Tor und einer Torvorlage. Und er ließ sich nicht nur von seinen Mitspielern, sondern auch von den Fans feiern. Germania Halberstadt mit 9 Punkten aus 4 Spielen. Ein beeindruckender Saisonstart mit einem besonderen Shootingstar. So, auch in der Stunde des Erfolgs ist es